Jo Leute, Supir, ich stelle euch heute mein 2015 Light Rig in Cinema 4D vor. Das kommt in der Lib 4D, so wie sie hier ist. Gibt's eigentlich nicht viel zu sagen. Das ist kein normaler HDRI Lightroom, sondern das ist tatsächlich was nur auf Lichtern basiert. Und was noch? Ja, es ist für GFX hauptsächlich. Man kann damit allerdings sehr gut Intros machen. Habe ich jetzt auch schon ein paar gemacht. Es ist halt ein natürlicher Lightroom. Also der basiert auf natürlichem Licht. Und nicht auf HDRI oder damit das alles schön spiegelt. Sondern es hat schöne Spiegelung, aber ich werde jetzt einfach mal loslegen. Also wir haben hier drei verschiedene Lightrigs. Auf die werde ich noch gleich zugehen und die werde ich auch vorstellen. Dann haben wir hier zwei Presets, Render-Presets. Ich mag den Low-Shader lieber, aber es gibt auch High-Shader, auch Leute, die High-Shader mehr mögen und ein paar Materials. Was ich jetzt voraussage, oder hier vorweg einfach mal sage, ist, dass Materials zu machen in dem Lightroom total einfach ist. Wenn man eine Textur hat und ein bisschen Kenntnissen von, also da wirklich total wenig von den Materialien hat, dann ist das ein Pipi-Klacks. Wir gehen in die Lightrigs und mein Lieblings-Lightrig werde ich vorstellen, und zwar das Studio Light. Ist auch das, wo ich am längsten dran gearbeitet habe. jedes Mal ist eine Szene dabei und die Materials schon drauf. Ich werde jetzt hier einfach reingehen und wir mal schauen. Hier haben wir die Cams, drei verschiedene Ansichten. Die Szene, die könnt ihr löschen, wenn ihr natürlich was Eigenes machen tut. Dann haben wir hier das Studio und die Lights. Ich werde jetzt mal in die Cams reingehen und werde mal von der Seite rendern. Und wie gesagt, das ist dafür da, dass es einen natürlichen Studio-Look hat. Also das ist ein Studio-Light, wie halt gesagt. Das hat jetzt hier einen Low-Shader drin, weil ich den eben reingepackt habe. Dann werden wir mal schauen, wie das aussieht. Das hat sehr... Ich finde die Spiegelung auch hier richtig schön. Wie das alles reflektiert, aber das seht ihr gleich sowieso. Wenn das alles rausgerendert ist, hier vor allem, glaube ich. Ja. Also es hat hier rechts den warmen Point, den warmen Spot und hier den kalten Spot. Und das sieht man gleich nochmal besonders, weil hier spiegelt das so golden, hier spiegelt so himmelsblau. Das hier ist so ein Dirty Material, das ist eine Treadplate, das ist Asphalt. Das andere sind Metalle, das ist Gold. Wie gesagt, das ist jetzt hier der Low Shader. Ich kann auch gleich mal den High Shader reinmachen. Der gefällt mir nicht so sehr, weil da im Prinzip sehr starke schwarze Ränder auftreten, wenn er denn mal fertig ist. Während das rein ist, kann ich ja vielleicht mal was sagen. Und zwar, das ganze Ding wird es für 5 Euro zu kaufen geben. Und zwar auf Selfie. Mit PayPal natürlich. Und ihr könnt das Ding aber auch kaufen. In Skype für eine 10 Euro Passive Card. Das ist echt, das ist eigentlich ein Spottpreis dafür. Aber es liefert halt richtig geile Ergebnisse, dieses Light Kit. Und ich benutze es jetzt schon seit einiger Zeit. Ja. Dann kommen wir, glaube ich, auch schon gleich zum nächsten. Nein, ich wollte noch den starken Shader zeigen. Hier, aber da werde ich jetzt hier nur das unterm Dings rendern, weil das sieht man dann einfach am meisten. Ich persönlich finde das zu stark, aber es gibt ja auch Leute, denen es gefällt. Das bildet hier dann auch so ein leichtes, wie soll man sagen, so ein Noise. Ich kann die Szene, also jetzt sehe ich die meisten denken so, das willst du, Alter, das ist kein bisschen stark. Und jetzt werde ich einfach mal zeigen, ich werde das hier mal in den Boden rammen, die Szene, und dann werde ich nochmal diese unteren Seiten darin, und dann sieht man einfach, wie stark das tatsächlich ist, und das ist meiner Meinung nach
viel zu stark, aber es gibt Leute, denen das gefällt. Vor allem jetzt bei sowas kann man das noch nehmen. Ich werde das jetzt dann mal löschen, das auch. Und wieder den Low-Shader reinpacken. Dann gehen wir gleich zum nächsten Light-Rig. Haben wir das Floor-Rig. Wieder Szene, hier haben wir die Cam. Gehen wir mal rein und rendern mal. Das geht jetzt, müsste jetzt eigentlich richtig schnell gehen. Das ist jetzt standardmäßig einfach mit einer Softbox und einem Boden. Die Ergebnisse, die das allerdings liefert, ich finde das persönlich sehr geil. Und dann kommen wir gleich auch, also dazu muss ich glaube ich nicht viel sagen, es erklärt sich von selber, es ist das gleiche wie eben, halt nur nicht mit einem, hier ist halt mit dem Floor, vorhin war es halt in dem Studio, ja, lösche ich das auch wieder. Hat man glaube ich ganz gut gesehen. Zum Alpha-Rig. Also das benutze ich immer für die Banner. Kann ich aber jetzt hier einfach mal mit dem Material zeigen. Da bietet es sich tatsächlich dann an, irgendwie einen starken Shader zu nehmen. Weil man hier keinen Boden hat und dann dieser Effekt mit diesen schwarzen Rändern nicht auftritt. Aber das ist genau das Lightkit, was ich immer in meinen Bannern benutzt habe. Und benutze, weiterhin benutzen werde auch. Also, so sieht es aus. Ich kann das jetzt mal ganz kurz zeigen. Wenn man einfach ein standardmäßig normales weißes Material draufpackt, dann. Und den starken Shader natürlich. High Shader, so. Ich finde, das sieht sehr gut aus. Das muss natürlich jeder für sich selber wissen. Hier mit den Schatten. Und dann werde ich das auch gleich mal zeigen. Und zwar lässt sich nämlich dieser ganze Lightroom kombinieren mit allem möglichen. Kann ich jetzt zeigen mit dem, also was mir am besten gefällt, ist das Subliminal und dann hier die Rockies. Dann habe ich das, ich weiß gar nicht, das müsste hier drin sein. In den, die Logic FX Virus Mats, die sehen da drin auch noch richtig geil aus. Ich packe hier mal ganz kurz das Placement raus, weil Intel i3 macht sich nicht so gut mit viel Displacement in seinem CD. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Ja, gut, ich stelle mal das. Mache ich nochmal ganz kurz neue Szene. So, machen wir das 2 und das auch 2 und dann üben wir das 8. Nach hinten. Und ziehen das Logic FX Ding drauf. Oh. So. Und das war das Falsche. So. Dann werde ich euch das jetzt mal zeigen, weil das sieht nämlich auch richtig gut aus, finde ich. Und lässt sich eben kombinieren. Deswegen gefällt mir das auch so sehr. Du kannst im Prinzip alles, was du hast von den Grayscale Gorilla Texture Packs, kannst du bis zum Miguel Arts Lightroom jedes Material reinziehen, muss vielleicht manche ein bisschen abändern, weil sie zu doll spiegeln, weil sie zu wenig spiegeln oder weil sie nicht zu hell sind oder so. Aber insgesamt lässt sich da so gut wie alles rein importieren und gescheit rendern. Jo, das ist jetzt hier das Pack vom Subliminal. Also, ich finde, dass es gut aussieht. Banner lassen sich damit auf jeden Fall richtig gut machen. Und damit ist man auch flexibel. Das heißt, man kann von einer cleanen Szene bis zum Grunge-Banner wirklich alles machen. Was halt nur nicht geht, sind große Kamera-Movements. Weil man eben, weil dieser Lightroom eben punktbasierend ist, also das heißt, wenn du deine Szene irgendwo wegmovest, dann hast du auch ein anderes Licht. Das ist der Nachteil, ein einziger Nachteil an dem Pack oder an dem Lightroom, den zum Beispiel dann HDI-Lightkits nicht haben. Ja, das dauert alles ein bisschen lange. Das kann ich auch sagen, wieso. Ich habe einen Intel i3 mit einem, 1,76, glaube ich, waren es, Gigahertz. Das ist, zur Information, weiß nicht was, verdammt wenig. Und ich spare jetzt schon seit ungefähr einem Jahr auf einen neuen PC. Und der müsste dann auch bald bestellt werden.
dann bin ich auf jeden Fall für die nächste Zeit gut gerüstet und dann rendert das ganze Zeug hier. Also, ich habe das auch bei einem Kumpel gerendert und in dem gleichen Lightroom und der hat für die Szene, anstatt, was haben wir jetzt hier, 2 Minuten 6, hat er glaube ich irgendwie eine halbe Minute oder 20 Sekunden oder sowas gebraucht. Also es rendert eigentlich schon schnell, würde ich sagen. Für die Ergebnisse auf jeden Fall. Mhm. Ja, das war's auch schon. Wie gesagt, Selfie oder Skype. Skype ist unten verlinkt oder halt mein Skype-Name steht unten drin. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao.